Ein echtes Vogelparadies. Agaponiden-Liebhaberin Enke Siekendiek möchte ihren Zwergpapageien einen optimalen Lebensraum bieten. Sie hat eine geräumige Voliere aus unbehandeltem Holz anfertigen lassen. 5 Pärchen leben hier unter idealen Bedingungen. Großzügiges Platzangebot, täglichen Freiflug, jede Menge Spielzeug für die tägliche Beschäftigung. Und jeder Vogel hat sich seinen Partner fürs Leben selbst ausgesucht. Was jetzt noch wichtig ist, die artgerechte Ernährung. Ein perfekter Mix aus Körner und Grünfutter. Für eine ausgewogene Agaponidenernährung ist es wichtig, dass man viele Spitzsaaten nehmen kann, wie zum Beispiel Kanariensaaten. Man kann aber auch Glanzsamen nehmen oder halt eben auch Hirsesorten, wie zum Beispiel Kolbenhirse oder Rispenhirse oder Amaranth. Käfigvögel müssen gesund und abwechslungsreich gefüttert werden. Agaponiden brauchen neben Körnerfutter auch frisches Obst und Gemüse. Dieses Grünfutter enthält notwendige Vitamine und Mineralstoffe. Die Vögel bekommen den ganzen Apfel bei mir mit Schale. Und da Schadstoffe, Wachse und ähnliches dran ist, mache ich das mit Spüli sauber. Ich gebe da so einen Tropfen drauf. Unter fließendem Wasser befeuchte ich meine Hand und wasche die Schadstoffe und die Wachse von der Apfelschale runter. Letztes Jahr im Sommer habe ich Mais gesammelt. Den lieben die Vögel besonders. Es ist aber ähnlich wie Hirse und Sonnenblumenkerne zu beachten, dass es nicht zu oft gegeben wird, da der Fettanteil ziemlich hoch ist. So, das packe ich jetzt so ein ganz bisschen aus. So lasse ich das schon. Ich zeige den Vögeln quasi nur so ein bisschen die Maisspitze und den Rest müssen sie sich quasi selber auspacken. Da haben sie dann gleich noch was zu tun, ein bisschen Arbeit und ein bisschen Beschäftigung. Obst und Gemüse in mittelgroße Stücke zerkleinern, Teile sollten aber auch im Ganzen angeboten werden, um die Vögel zusätzlich zu beschäftigen. Ziel ist es, die Ernährungsgewohnheiten der Tiere in freier Natur so gut wie möglich nachzustellen. Salatkugel und Grünfutterspieße werden in der Voliere aufgehängt. Der tägliche Körnermix dient der Grundversorgung der Zwergpapageien. Obst und Gemüse garantieren vor allem die lebenswichtige Zufuhr von Vitamin A, Calcium sowie Natrium. Attraktiv angeboten reizt es die Tiere, sich ausgiebig mit dem Vitamincocktail zu beschäftigen. Verschmäht ein Vogel mal jegliche Form von Frischkost, sollte auf Vitaminpräparate aus dem Tierfachhandel zurückgegriffen werden. Was Agaponiden noch brauchen? Frische Zweige. Dazu mehr in der nächsten Folge.